Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Ich bin's wieder, euer Doom. Und wir spielen wieder Rayman 2, The Great Escape. Und jetzt müssen wir in die Wahlbucht. In die Wahlbucht. Zack. Schön Körper hingelegt. So wie es sein muss. Die Wahlbucht. Könnten da Wale drin sein? Ich höre einen blubbern. Ah, wir sind schon unter Wasser. Okay, hier geht's weiter. Also müssen wir erst da drauf und gucken, ob da was drin ist. Okay, nein. Da geht's lang. Wir müssen erst hier lang. Wow, was bist du für einer? Ganz cool, Leute. Bam, super. Nova. Okay, hinter dieses Teil. Bam. Wieder aufladen. Stecken. Bam. Aufladen. Alter, der hat mich ziemlich erschreckt jetzt. Dumm, 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 dumm. Das war natürlich jetzt mehr als dumm. Was soll denn das für einer sein? Ist das hier ein Bonuslevel? Wahnsinniger. Der trifft uns aber auch immer beim ersten Mal. Da können wir, glaube ich, gar nichts gegen tun. Schieß mal dein Zeug da. Wir schießen auch auf dich. Das bringt das eigentlich mehr so, oder? Okay, so bringt's mehr. Okay, es bringt mehr, wenn wir... Bam, 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 machen. Bam, 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 bam. Toll. Entschuldigung, kurz. Bin ein bisschen erkältet. Okay, irgendwie hat uns das jetzt nichts gebracht. Okay, wir müssen doch schwimmen. Waren wir doch ganz richtig. Nur so ein komischer Minibus. Tauche mit Z, ja, wo war meine Z? Ah, meine Z-Taste war hier. Unter Wasserlevel sind wir sehr schön. Und wir sind hier keine. Ach doch, da ist noch ein Lump. Aber irgendwie nicht die Lumps, die wir suchen. Wie, war hier nur ein gelber Lump? Ja, ja, wir tauchen doch schon auf, keine Sorge. Wie war hier nur ein gelber Lump? Ist das Sinn der Sache? Hoffen wir es mal. Egal, damit haben wir jetzt die Tür... Oh, Lumps. Die Tür aktiviert. Was müssen wir denn hier machen? Okay. Piranha. Schon mal kein cooles Zeichen. Okay, wir wollen aber erst die Lumps hier holen. Schneller, schneller, wie die Mutterdella. Danke, Lump. Lump. Irgendwie hat uns das auch nichts gebracht. Da das noch nicht mal gelbe Lumps waren. Aber das ist auch scheiße, wenn man nicht sehen kann, was für Lumps das sind. Sind wir umsonst da hingegangen. Egal, so haben wir gesehen. Es ist ein Piranha hier in diesem Becken. Böse Piranha. Das bringt uns jetzt was genau? Dass wir uns da lang seilen können? Wahrscheinlich gar nichts. Ah, das sind gelbe. Das sehe ich doch schon. Mann, jetzt spring doch da runter, Rayman. Immer muss man mit dir schimpfen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Wir machen das echt gut. Entschuldigung. Da, 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 da. Wir rennen vor Piranhas weg. Da, da, da. Okay, jetzt hier hoch.
Wozu dieses Netz da links ist, das weiß wahrscheinlich nur Gott. Speicher! Oh cool! Eine Bucht! Und irgendwo ein Pirat. Wo ist er denn? Ach da! Cool, jetzt sind wir unsere Gelb. Alter Junge! Delle. Das erinnert mich ein bisschen, ganz kleines bisschen an Donkey Kong Musik. Die ist. Habe ich eigentlich auch noch vor zu Let's Playen irgendwann mal irgendein Donkey Kong Teil. Am besten wäre natürlich 64. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Ah, hier können wir hoch. Kletter, 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 kletter. Was ist da? Nichts. Ah! Doch was. Ein roter Lump. Natürlich nicht der rote Lump, sondern so ein Schalter. Den hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Ah, Mann! Ist das die Möglichkeit? So, man soll sich hier immer ganz genau umgucken. Bam! So, da hoch kommen wir aber irgendwie nicht. Auf dieses große Schiffchen. Sind wir hier unten? Ist es richtig, dass wir hier unten sind? Wir hoffen einfach mal, dass das richtig ist. Gelbe Lumps! Oh, cool. Die Grafik passt irgendwie wieder. Ich höre irgendwo. Oh, cool. Auf die kann man drauf jumpen. Nee. Ich habe gedacht, da hinten ist irgendwo so eine Truhe. Also ein Gefangener. Ja, wir können vorbeischleichen, wenn wir wollen. So. Glaube ich. Aber wir wollen das gar nicht. Wir wollen ihn brutal zerstören! Ich glaube, bei dem wäre es eigentlich besser, wenn wir so welche Powerteile machen. Weil das zieht den ja doch mehr ab, weil man kann ja nur einmal treffen, danach wird er irgendwie kurz für eine Zeit nicht treffbar. Und ja. Naja, was soll's. Okay. Powerteil! Alter. Okay, wir brauchen Fässer. Die hier garantiert irgendwo rumliegen. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Wo ist er denn, unser Freund? Ach, da oben kann man hochjumpen. Erstmal die Tür aufmachen. Ah, natürlich. Kommen wir aber gar nicht hin, wa? Oh Junge, jetzt haben wir mehr Energie. Okay, hat uns... Wir wären früher oder später also doch hier hochgegangen. Natürlich. Und eine Zwischensequenz! Oder auch nicht. Sieht aus... wie ein Strand. Yo, was geht? Hey Rayman, Carmen, der Wal ist gefangen. Nein, Carmen! Die Piraten wollen ihn fettarm. Fettarm? Um die Motoren des Gefangenenschiffs zu ölen. Ach so, ihr fettarm. Ah, jetzt verstehe ich das. Hilf ihr schnell, bevor es zu spät ist. Ja, nachdem wir Sam befreit haben, müssen wir jetzt Carmen befreien. Okay, was sollen wir tun? Achso, Schwimming. Gute Frage, wo müssen wir hin? Ich höre irgendwo einen Gefangenen. Da unten ist, glaube ich, Carmen. Ich habe das richtig gesehen, ne?
Ja, Moment, wo bist du denn? Dann kann ich dir helfen. Naja, schwimmen wir erstmal runter. Da ist Carmen! Hallo, Carmen! Was läuft? Wie können wir dir helfen? vielleicht in dieser Höhle können wir dir helfen. Ah, nee. Ah, zum Hoch. Ja, ja. Und wo sind wir? Wo sind wir? Da sind wir! Wo sind wir? Auch nicht schlecht. Okay, alle Wege führen anscheinend nach hier. Moment, da war doch noch ein anderer Weg. Da will ich den auch gehen. Ich will den anderen Weg auch gehen. Hier entlang. Ah, okay, das war die Abkürzung einfach nur. Da ist da irgendwas. Okay. Hilft uns nicht weiter. Schalter! Zum Atmen schnappst du meine Luftblasen. Ja, toll! Renn einfach davon! Okay, mein kleiner Freund. Wahrscheinlich müssen wir mit dir hier raus! Ah! Okay! Gesehen! Carmen, du musst noch ein bisschen warten! Ballgeräusche sind cool. Jetzt wisst ihr auch, was das immer am Anfang ist, wenn man Rayman startet. Okay, das kriegt ihr leider nicht mit. Ganz am Anfang. Weil Rayman kann man immer so, kann man immer auswählen, welche Sprache man will. Es kommt irgendwie immer, wenn man Rayman startet am Anfang. Aber na gut. Oh nein, das werden wir nicht schaffen. Oh doch, das schaffen wir. Lasst mich kurz überlegen. B war schneller. Rüber da! Ah, abspringen! Bam! Und wir können hier hoch. Können hier hoch, können hier hoch, können hoch, können hoch. Und Kiste zerstören! Yay! Rayman! Luftblasen. Da sind sie ja. Hallo, Carmen. Ja, wir stoppen diesen Part hier. Da, ich glaube, wir schaffen das nicht ganz mit... Wow, Lichter. Und Carmen. Nicht ganz dann, das alles auf ein Part und ich will irgendwie nicht mittendrin unterbrechen. Deswegen stoppen wir hier schon bei 13 Minuten und 10 Sekunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Part von Let's Play Rayman 2 The Great Escape. Bis dahin, ciao, ciao, ich bin euer Doom. Dankeschön fürs Zusehen, it's on!